Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lucy und mache Videos rund um Nagellack. Und in diesem Video möchte ich gerne zeigen, wie man mit den Metalshock-Pudern von Essence stempeln kann. Normalerweise stempelt man ja mit Stempellack, aber es gibt eine ziemlich coole Methode, mit der man auch mit diesen Pudern oder halt auch anderen Pigmenten stempeln kann. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Nagellacke einfach aufgetragen, um es auf einer hellen Farbe und auf einer dunklen Farbe zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich fange jetzt einfach mal mit diesem Grünton an. Den werde ich versuchen, hier auf den hellen Nagellack aufzutragen. Das ist übrigens der, ich werde ihn mal kurz ranholen. Der helle ist übrigens der Gelato von Essie und der dunklere ist von CRT, der Roll Up, Roll Up. Den habe ich aus dem Adventskalender vom letzten Jahr. Der grüne ist übrigens die Farbe Be My Little Mermaid. Als Vorbereitung rolle ich immer meinen Stempel mit einer Fusselrolle ab. Ich habe hier so eine kleine von DM. Und damit mache ich den jetzt erstmal richtig schön fusselfrei und sauber. Man kann auch Tesafilm nehmen, wenn man keine Fusselrolle da hat. Und dann im nächsten Schritt nimmt man ein wenig von dem Pulver und reibt damit den Stempel ein. Ich benutze eine komplett neue Stempelplatte von Born Pretty. Die habe ich im Internet bestellt und da ist auch noch die Schutzfolie drauf. Die muss man als erstes abziehen. Bei manchen Stempelplatten ist die durchsichtig und man sieht die nicht gleich, aber mit Schutzfolie stempelt es sich sehr schlecht, beziehungsweise gar nicht. Und ich werde hier mal das Motiv hier oben ausprobieren. Und man sieht, es ist wieder ganz gut geworden. Nicht perfekt. Hier oben fehlt ein bisschen was. Aber ansonsten lässt sich das doch ganz gut sehen. Ich benutze jetzt wieder meinen Pinsel, um überschüssiges Pigment abzureiben. Und dann kann das Ganze wieder versiegelt werden mit einem Topcoat auf Wasserbasis. Wie man sieht, verwischt er das Stamping auch nicht. Das ist ja bei manchen Topcoats der Fall. Und weil wir gerade hier die Farben so schön ausprobieren, werde ich auf den einfach auch nochmal das blaue Pulver machen, das ich hier habe. Das ist die Farbe Under the Sea. Und ich mache den Stempel mit der Fusselrolle sauber. Das dauert etwas länger, als wenn man nur mit einem Nagellack gestempelt hätte. Aber man bekommt das hier mit so einer Fusselrolle ganz gut hin. Ich reibe den Stempel mit dem Pigment ein. Das kann ruhig eine etwas dickere Schicht sein. Und die sollte auch schön gleichmäßig verrieben sein. Je nachdem, wie groß oder wie lang euer Nagel ist, so groß braucht man die Fläche ungefähr. Gut, meine Nägel sind jetzt sehr kurz, ich hätte auch weniger benutzen können. Diesmal nehme ich dieses schöne Rosenmotiv. Mit einmal scrapen hat das eben besser funktioniert. Deswegen mache ich das diesmal wieder so. Dadurch, dass das Pigment die ganze Sache so ein bisschen trüber macht, kann man nicht ganz gut durchgucken, aber ja, ausreichend. Und man sieht, es hat wieder super funktioniert.
Dann nehme ich wieder meinen Puderpinsel und mache das Motiv so ein bisschen sauber und glänzend. Und dann kann auch schon der wasserbasierte Topcoat drauf. So, dann mache ich jetzt meine Stempelplatte sauber und werde auf der anderen Seite auf dem dunklen Nagellack nochmal dieselben Farben und dieselben Muster benutzen. Man sieht, das Ganze ist eine ziemliche Sauerei, also ich empfehle auf jeden Fall eine abwischbare Unterlage oder irgendwie so ein Wegwerftuch oder so zum Runterlegen. Man kann ganz gut sehen, dass es halt auf dem dunklen Nagellack auch ziemlich gut aussieht und die Farben auch gut rüberkommen. Der Daumen hier ist besser geworden als auf dem hellen Nagellack. Hier kann man die Blumen ganz gut erkennen. Der Zeigefinger ist hier etwas detaillierter, aber das ist im Allgemeinen, wenn man mit diesem Puder stempelt, dass es dann nicht ganz so die ganzen Feinheiten aus der Stempelplatte mit übernimmt. Und hier auf dem Mittelfinger hat es nicht so gut geklappt. Also hier sieht man, wie zu viel von dem Motiv. Ich glaube, da hatte ich einfach die Stempelplatte noch nicht gut genug gereinigt oder den Stamper. Also beim Stamper muss man vielleicht bei der Methode beachten, dass man den wirklich sehr gut reinigt und mit so einer Fusselrolle öfter mal dann das Blatt erneuert. Also die ist ziemlich schnell dann so schimmerig voll mit dem Pigment und man müsste dann hier eigentlich schon wieder fast das Blatt erneuern. Ja, aber ich finde, das klappt wirklich ganz gut. Aber jetzt habe ich noch mal Lust auszuprobieren, wie es denn aussehen würde, wenn ich verschiedene Puder nebeneinander hier rauf mache. Und ja, einfach mal schauen, wie das dann wirkt. Hier sieht man den Effekt nicht ganz so gut. Hier unten ist es etwas grüner und hier eher das blaue Pulver. Aber hier auf der anderen Seite sieht man so die Mischung aus den Farben ganz gut. Ja, die Motive sind sicherlich nicht perfekt geworden, manche sind besser geworden, zum Beispiel der Mittelfinger hier oder der Daumen. Aber ich denke, man hat so die Idee bekommen, wie man mit den Pigmenten stempeln kann und dass man halt auch verschiedene Dinge ausprobieren kann. Ja, dass es halt auf hellen und dunklen Nagellacken gut rüberkommt, wie ich finde. Falls ihr noch gerne Basics zum Stempeln wissen möchtet, könnt ihr gerne mein Video zu diesem Stempel hier angucken. Ich werde es auch im Endscreen verlinken. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für das Feedback unter meinen letzten Videos. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr mögt. Ansonsten bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Schauen.